Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder die Christina und freue mich mit euch jetzt ein paar Minuten zu verbringen, und zwar bei meinem Elternbildungsthema Selbstfürsorge. Im Moment ein wichtiges Thema, wie wir als Eltern unsere Kinder begleiten durch diese sehr aufwirbelnde, sehr turbulente Zeit. Wissen, dass es wichtig ist, dass wir trotz der guten Dinge, die wir unseren Kindern tun, auch ganz besonders gut auf uns schauen müssen. Denn wir sind als Eltern, als Mamas, als Papas, auch als Omas, als Pflegeeltern, die Felsen in der Brandung. Und unsere Kinder spüren schon ganz genau, dass wir in sehr, sehr turbulenten Zeiten im Moment leben. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass wir heute ein bisschen über dieses Thema Selbstfürsorge gemeinsam nachdenken. Was fällt für mich unter Selbstfürsorge? Ganz besonders wichtig, ein Thema, ist das Essen und Trinken. Habt ihr heute schon genug Wasser getrunken? Seid ihr gut hydriert? auf mich wartet jetzt dann, wenn ich fertig bin, eine große Tasse Melissentee, um ein bisschen die Nerven zu beruhigen. Und ich merke auch, dass je besser ich hydriert bin, je mehr ich trinke, desto leichter fallen mir viele Sachen. Dasselbe ist auch mit dem Essen. Je besser wir uns ernähren, je mehr Nährstoffe, Vitalstoffe, Vitamine unser Körper jetzt bekommt, desto besser können auch unsere Nerven funktionieren, kann unser ganzer Körper funktionieren. Und gesunde Ernährung und ausreichend zu trinken stärkt ja auch bekanntlich das Immunsystem. Beim Essen dürfen wir natürlich aber auch nicht darauf vergessen, dass wir uns ab und zu auch was für die Seele gönnen. Diejenigen, die Schokotiger sind, ab und zu eine Schokolade oder Gummibärchen oder Chips oder was auch immer ihr gern esst. Schaut einfach, dass ihr gut versorgt seid mit Nährstoffen und auch gut versorgt mit ein paar kleinen Luxusartikeln. Ganz besonders wichtig auch für alle Mamas und Papas, ihr werdet mir sicher zustimmen, ist das Thema Schlaf. Was natürlich mit kleinen Kindern, die zum Beispiel Zähne bekommen oder gerade im Moment viele sehr verkältet sind, was eben für uns Eltern oft ein schwieriges Thema ist. Wichtig ist aber einfach, dass ihr schaut, auch wenn es vielleicht verlockend ist, am Abend alles Dinge zu erledigen, die am Tag liegen geblieben sind, dass ihr trotzdem schaut, dass ihr zu einer menschlichen Zeit ins Bett kommt, dass ihr früh genug schlafen geht, dass ihr vielleicht auch ab und zu, wenn es möglich ist, mit den Kindern schlafen geht. Oder dass ihr wirklich auch Möglichkeiten habt, euch untertags auszuruhen. Ich weiß, das ist schwierig. Bei uns spielen dann meistens die Kinder im Wohnzimmer und ich gammle auf dem Sofa. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe diese Zeit, wo ich mich dann bis ich entspannen kann, bis ich die Augen zumachen kann. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist im Moment, mir Zeit geben von meiner großen Tochter, die ist 4, die Helena. Fällt das im Moment ganz besonders schwierig, aber es ist verständlich, weil es einfach so viel um sie herum passiert jetzt, was sie nicht wirklich einordnen kann. Und deswegen gehe ich auch relativ oft jetzt bereits mit den Kindern schlafen. Die Kinder schlafen jetzt im Moment schon. Mir war das aber heute ganz wichtig für euch, dieses Video aufzunehmen. Ein wichtiger Punkt in der Selbstfürsorge ist etwas, worauf wir als Eltern oder überhaupt oft vergessen. Das Atmen. Es ist ganz wichtig, dass wir manchmal ganz tief ein- und ausatmen, einfach um wieder unserem Gehirn den Sauerstoff zur Verfügung zu stellen, den es braucht, um ordentlich zu funktionieren. Manchmal hilft es auch einfach drüber zu schnaufen, wenn man gerade in einer Stresssituation ist, wenn
wenn die Kinder jetzt zum Beispiel die Wand angemalt haben oder was, da ist es auch ganz wichtig, dass wir tief und ruhig atmen und wieder zu uns kommen. Atem ist Leben. Diejenigen, die Yoga machen oder Yoga gemacht haben, die kennen das, die Wichtigkeit des Atems natürlich. Auch zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung das Atmen. Aber wir vergessen oft auch zwischendurch, so in unserem hektischen Alltag, wir halten im Moment oft die Luft an, ob der Tatsachen, die uns umgeben. Und gerade dann ist es besonders wichtig, dass wir uns mehrmals am Tag wirklich in Erinnerung rufen, wirklich tief und ruhig zu atmen. Es entspannt und bringt uns wieder in unsere Mitte. Ganz wichtig, ist alles heute ganz wichtig, ist das Thema Bewegung und Fitness. Ich laufe den ganzen Tag den Kindern hinterher, das ist genug Bewegung. Viele von euch, also von meiner Elternkindgruppe, hallo übrigens, von ihnen weiß ich, dass sie sich eh viel bewegen, dass sie einen Garten haben, dass sie viel spazieren gehen mit ihren Kindern. Wichtig ist aber trotzdem, dass ihr für eure körperliche Fitness, für euren Rücken, für eure Muskeln regelmäßig auch etwas tut. Ob das jetzt Laufen gehen ist, ob das Krafttraining ist, ob das Yoga ist, vollkommen egal. Die WHO empfiehlt 150 Minuten in der Woche. Das klingt jetzt relativ viel. Wenn man aber zum Beispiel flotte Spaziergänge mit den Kindern oder kleine Krafttrainingseinheiten auch mit den Kindern, was super funktioniert bei uns. Also ich war heute das Hopp-Reite-Pferd beim Liegestütz machen mit meinem Sohn. Das war ganz spannend. Eben 150 Minuten wöchentlich empfiehlt die WHO, moderates Ausdauer- und Krafttraining. Und vor allem in so schwierigen Zeiten, wo man emotional zerrissen ist, merke ich zumindest für mich, dass die 20 Minuten, die ich mir in der Frühzeit nehme, entweder zum Laufen oder zum Krafttraining, dass die mich sehr, sehr gut erden, dass sie mich sehr gut wieder in meine Mitte bringen. Und ich gehe den Tag dann einfach sehr viel entspannter an und kann meine Kinder auch besser begleiten. Wenn wir gerade beim Thema sind, Kinder gut begleiten, begleiten wir sie doch gleich in die Natur. Das, was die Japaner als Forest Bathing bezeichnen, ist, kennen wir als Waldspaziergang. Und wer sich im Moment viel im Wald aufhält, merkt sicher auch die Ruhe und die Entspannung, die so ein Waldbesuch mit sich bringt. Einfach diese Freiheit, diese Ruhe, die Natur um uns herum. Es wird auch jetzt im Moment in den sozialen Netzwerken vermehrt dazu aufgerufen, wenn ihr im Wald unterwegs seid, nehmt doch bitte einen Müllsackerl mit und vielleicht sterile Handschuhe, die ihr vermutlich eh zu Hause habt jetzt, und sammelt ein bisschen den Müll ein. Und ich denke mir, auch gerade dieses in der Natur sein und das aus der Natur herausholen, was dort nicht hingehört, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt im Moment, auch dieses für die Natur sorgen. Und zum Schluss, nicht zu vergessen, liebe Mamas, liebe Papas, liebe Omas und liebe alle anderen Erziehenden, sucht euch eure Inseln. Ich weiß vor allem, wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist oder viel mit den Kindern alleine ist, ist es schwierig, sich wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen. Aber genau diese Auszeiten, und wenn es wirklich nur mal 5 Minuten sind, in denen ihr euch auf die Couch legt oder aufs Bett setzt und ein Buch lest, das euer Herz zum Singen bringt, dann sind das 5 Minuten gut investierte Zeit, die ihr wirklich für euer Wohlbefinden einfach investiert.
Was sind diese Ruhe, diese Inseln? Zeichne ich noch einmal die Insel. Ich bin ganz stolz, dass ich die nicht so krumm gezeichnet habe. Was können solche Inseln sein? Ihr könnt euch zum Beispiel für 5 Minuten hinsetzen und eine geführte Meditation machen. Gibt es ganz, ganz tolle Apps dazu. Oder 5 Minuten lesen. Eine Freundin von mir, die häkelt ganz viel und sehr gerne. Die hat das ist Häkeln und Stricken und macht das Finger-Yoga. Was mich auch ganz, ganz toll erdet, was für mich ja Insel ist, ist das Musizieren und das Singen mit meinen Kindern. Oder auch das Laufen gehen in der freien Natur. Und manchmal, liebe Mamas, liebe Papas, diejenigen, die medienfrei leben, mögen sich jetzt bitte die Ohren zu halten. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr mal eure Kinder vor Conny, Peppa Woods oder sonstigen Kinderserien parkt, um einmal durchatmen zu können und durchschnaufen zu können und euch wirklich die Zeit zu nehmen, die ihr für euch braucht. Denn also entspannte Eltern können für ihre Kinder gute Eltern sein. Und Eltern, die sich selbst wichtig nehmen und wertschätzen, die sind ganz ein tolles, wichtiges Vorbild für unsere Kinder. Ja, und vielleicht habt ihr ein bisschen Lust, mir zu erzählen, wie das Thema Selbstfürsorge für euch im Moment, was für einen Stellenwert das hat. Ich hätte an dieser Stelle auch noch einen kleinen Buchtipp für euch. Es ist das Buch Muttersein von Susanne Mirau. Gibt es auch einen ganz einen tollen Blog, Geborgen wachsen, den schreibe ich euch unten dann in die Leiste hinein. Ja, das war es auch schon wieder von mir. Vielleicht waren das ein paar Impulse für euch zum wieder mitdenken, wieder weiterdenken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine Insel. An die auch, zu der ihr euch flüchten könnt, wenn ihr das braucht.